Hallihallo und herzlich willkommen zu einer Runde Call of Duty Modern Warfare 3. Ja, ich werde das Ganze heute mal live zocken. Ich habe noch gar keine Runde gespielt und wir haben es auch gerade ehrlich gesagt 2 Uhr nachts. Ich bin gerade mit einem VPN-Server verbunden, damit ich das Ganze früher spielen darf. Denn die Steam-Vorbesteller dürfen eigentlich erst ab 8 Uhr spielen. Aber mit VPN-Server über Taiwan bin ich jetzt irgendwie auch schon drin. Auf jeden Fall werden wir heute live gemeinsam meine erste Runde miterleben. Und da gehen wir doch ja, einfach mal aufs Spiel suchen. Ihr seht hier Tobias Kast, Level 1 Frischling. Oh, ich bin so glücklich. Und auf jeden Fall, was ist denn das hier? Standardspielmodus. Machen wir das doch einfach mal. Team Deathmatch passt. Und jetzt suchen wir uns ein Spiel. Oh, wenn wir ein paar Spieler finden würden. Warte, ich kann ja mal eben ganz kurz hier ins Overlay gehen. Oh, der Philipp, der. Ja, auch am Zocken, der hier im Chor zockt auch schon und noch ein paar Kollegen. Der Tio war eben auch schon am Suchten. Und ja, jetzt, oh, Lobby hier auf Arkaden, jetzt geht los. Muss ein bisschen leiser sprechen, denn sonst wecke ich meine Eltern, die schlafen eine Etage unter mir. Oh, wir werden gemeinsam sehr viel Spaß haben, das habe ich im Blut. Das sieht ja schon mal krass aus, dieser Ladescreen. Sieht ja bei uns aus wie in den City-Arkaden in Wuppertal. Ach ja. Ich habe nichts getrunken. Ja, muss man wirklich sagen. Ich bin gerade aufgestanden. Hab die Treppen gehört, wie meine Mutter gerade nach unten gestellt ist um 1:15. Und da bin ich natürlich direkt aus dem Bett gesprungen. Semtex haftet an ihren Feinden. Das tut sich auch wieder in Call of Duty Modern Warfare 3. Und wieso lädt das jetzt hier so lange? Sag bitte nicht, weil ich aufnehme. Ja, weil ich aufnehme. Aber es sieht schon richtig geil aus, muss ich sagen. Arkaden. Das war auch im Trailer einmal. Da ist dieser mit dieser Drohne da irgendwie durchgeflogen da hinten. Jetzt gleich geht's los. Jetzt geht's los. Och, es ist gerade stockdunkel draußen. Es ist 2 Uhr nachts und ja, was hat man zu tun? Nichts anderes als Call of Duty Modern Warfare 3 zu spielen. Was nehmen wir denn einfach mal? UMP. Nehmen wir einfach mal die schöne Waffe. G. Keine Ahnung, die hat man ja schon aus COD4. Ja, die kennt man ja. So, oh, jetzt geht's hier los. Es leckt irgendwie so ein bisschen, aber das ist gar kein Problem. Das nehme ich in Kauf. Ah, das sieht so ein bisschen aus. Das Visier sieht geil aus wie COD4. Das ist richtig oldschool. Boah, erste Kill. Gleich ein Headshot. Das gibt Glück. Nee, doch. Weiß ich nicht. So, oh, da wurde ich angeschossen. Ah, oh, bitte schieß mich nicht nochmal. Ja, Rächer. Ja, ich weiß zwar gar nicht, wann er mich mal getötet hat, aber trotzdem Rächer. So, also sorry, falls ich nicht so viel rede, es ist 2 Uhr nachts, meine Eltern schlafen unten. Und da will ich jetzt nicht irgendwie um hier rumschreiben, dann kommen die nämlich hoch, fragen, was los ist. Ja, und das hinterher zu erklären wird, was. Naja. Auf jeden Fall, oh, das ist ein Teammate. So, ah, da ist auch irgendwas, dahin ist da die Action. Ja, ah, Zahltag. Hier gibt's ja für jeden Kill irgendeine Belohnung. Volltreffer, Rächer, Zahltag. Na, da hat er mich gemessert. Ein Kommando, Bursche. Ach, es ist so herrlich. Ah, jetzt spielt der Philipp ja auch. Sehr schön. Philipp, guter Kollege aus der Schule von mir, der hat das Spiel dann 19 Minuten später gekriegt als ich. Dann musste es sich noch runterladen. Ich habe es natürlich vorausgeladen, aber es war, wie gesagt, doof, weil eigentlich könnte man das dann erst ab 8 spielen, aber mit VPN-Server, FlyVPN, mit asiatischer. Weiß ich nicht, mit. Taiwanesischen Servern ging das auch jetzt schon. Sehr schön. Und der Score geht eigentlich auch noch einigermaßen okay dafür, dass es so leckt und ich das erste Mal spielen kann. Ja, wo geht Facebook? Da kann man irgendwie auch über Facebook aktivieren, habe ich gesehen. Keine Ahnung, jetzt fragt er mich auch. Ich bin ja gerade im Commentary. Da kann ich jetzt nicht hier raus. Ah, gefunden. Sehr schön. Ach ja. Also ich kenne mich auf der Map auch irgendwie gar nicht auf, aber ich finde sie schon cool. Ich finde sie wirklich schon richtig cool. Muss ich sagen. Macht mir schon einen heiden Spaß. Boah, wer war denn das? Sehr schön. Aber da hat er meinen Teammate eiskalt weggebratzt. Der kriegt da jetzt aber hier Rache. Oh. Nee, ich darf nicht vom Gimmick klauen. Ja. Sehr schön. Oh, Plünderer. Schön. Blaue Turmbeutel aufsammeln. Ja, jetzt wird hier der Spawn geraped. Oh, noch einer. Ah, nice. Hier. Der erste Killstreak hier. Ist hier irgendwie ein Dach? Kann man eine Killstreak rufen? Ich mal lass es mal besser. Denn wenn man sich damit noch nicht auskennt, sollte man es vielleicht lieber erstmal andere probieren lassen, bevor man da selbst irgendwie Scheiße baut. Ich weiß gar nicht, bis wie viele Punkte das Ganze hier geht. Müsste denken, 750 oder 1000.
10.800. So, wow, jetzt wird er aber gebasht. Ah, dich auch hier. Das geht ja schon richtig ab im ersten Spiel. Hier. Bin ja überrascht von mir. So. Wie kann ich das jetzt machen? Mit 5. Sehr schön. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass kein Gegner kommt. Denn das wäre jetzt ziemlich doof. Oh, oh, da ist ein Gegner. Oh, hab ich doch schon gesehen. Ah, Hilfe. Ich will doch nur meine Vorräte. Ja, ja, lass mich. Oh, oh, da hat er noch einen Hitmarker kassiert. Oh, das war aber nur die Aufklärungsdrohne. Das ist bitter. Naja. Ja, das ist doof gelaufen. Ich hätte vielleicht doch besser ein bisschen warten sollen und dann die höhere Killstreak nehmen sollen. Okay. Was sind jetzt die Gegner hier? So, da oben, da sehe ich doch rote Punkte. Wieso ist denn da nichts? Ah, da muss da. Komm, die sind da hinten. Was läufst du denn von den Gegnern weg? Schreibt denn der Philipp jetzt? TDM da denn? Ja, ich auch. Sorry, dass ich gerade nicht zurückschreiben kann. So. Oh, ist das geil. Und es läuft irgendwie so flüssig, auch mit Fraps. Ist ja genial. Jetzt auf einmal. Ja, das kommt ein bisschen drauf an, aber ich habe einen guten Rechner. So. Ja, jetzt wird hier der Spawn geraped. Das habe ich ja eben schon gemacht. Nee, auch nicht. der Textchat sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Sehr schön. So, wo sind jetzt hier die Gegner? Oh, sorry, dass ich ein bisschen leise bin. Das ist 82. Okay. Na? Oh, da hat er mich ja eiskalt von hinten weggesprayt. Was habe ich eigentlich für Abschüsse dabei? Das würde ich mal gerne wissen. Ich habe die Kisten, also die Vorräte. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ah. Sehr schön. Da war so ein Flitzer. Gibt's auch schon wieder. Wow, was geht? So. Boah. Richtig angefrackt hier. Und schon Level 2 oder Level 3. Keine Ahnung. War doch eben schon mal. Oh, doch schon Level 3. Sehr schön. Aber wirklich, diese Arkaden finde ich sehr schön. Also, das sind Maps, die gefallen mir. Nicht irgendwie Zoo, wo ich dann so einen sowjetischen Scheiß oder hier Gegner abschießen muss. Das ist das mir lieber. Ich habe heute Stromberg verpasst. Das war nicht so schön. Ich bin ich kann euch kurz sagen. Ich bin um 21 Uhr schlafen gegangen. Bin auch recht früh dann angepennt. Ja, und dann bin ich halt um 0.25 Uhr ungefähr aufgewacht. Als ich meine Mutter dann Treppen runtergehen gehört habe, da musste ich direkt aus dem Bett. Wow, der hat aber auch ein bisschen Gaming-Probleme, Kollege hier. So. Ich glaube, gleich ist das Spiel auch schon zu Ende. Oder geht's bis 10.000? Ich habe keine Ahnung. Verzeiht es mir bitte. Aber Peer-to-Peer klappt alles, laggt nicht. Also ich bin echt beeindruckt. Bei Black Ops hat es bei mir irgendwann am ersten Tag irgendwie auch nicht gelaggt. Irgendwie. Keine Ahnung. Ah, Sieg. Sieg. Ja, soll ich schon fast nach dem Sieg sagen? Nee. Auf jeden Fall. Oh, der hat ja auch dieselbe Waffe wie ich, ne? Ja, die G3, keine Ahnung, irgendwas. Auf jeden Fall die aus COD 4, die kennt man ja. Ah, oh, sehr schön gemacht. 17:9 geht klar. Und ich denke mal, ich mache noch ein Let's Play. Ach Quatsch, ich mache noch ein Gameplay. Hab ich ja bei meinem letzten auch schon gemacht, also bei meinem letzten ersten Eindrücke-Video, das von Black Ops. Sehr schön, erstmal schöne Embleme hier. Scharfschütze. Und dann splitte ich das in so zwei Videos, muss ich für uploaden. Dann warten wir jetzt einfach mal in der Lobby und gucken, was es so Tolles hier zu entdecken gibt. Rufzeichen, sehr schön. Titel, die alte Leier, guck mal, da kann ich mir schon einen schönen Titel aufmachen. Da denken ich jetzt schon alle, ich wäre Pro. Ja, nee. So. Aber das erinnert doch stark hier an MW3, ach, an MW2. Ich habe auch in den Top Kill Moments MW3 gesagt, da habe ich jetzt mal 200 Kommentare mehr kassiert. Ja. So kann man natürlich auch Kommentare generieren. Auf jeden Fall, wir könnten ja mal den Philipp hochschreiben. Nehm gerade auf. XD, bist drinne. So, wie heißen sie denn an dir schön? Dark Nerf. Oh, hier schon der Textchat. Hallihallo und herzlich willkommen zu MW3. Ach ja. Oh mein Gott, das ist geil. Kinomodus ist auch schon an, finde ich sehr gut.
Müsste eigentlich alles schon klappen. Also ich bin wirklich überrascht. 2 Uhr nachts, es geht wunderbar, einwandfrei ist. Ich habe nichts zu meckern. Und die Runde, erste Runde hat mir schon richtig Bock gemacht. Ach du Scheiße. Ich denke jetzt wahrscheinlich auch, was hat der gesoffen? Elektrolysm, ich grüße dich in meinem Video. Resistance. Ich war, auf den ersten Blick hätte ich jetzt Renaissance gelesen, weil es hier so französisch war, aber nee, passt. Mit dem Eiffelturm. Da war ich auch schon mal. Ich glaube, letztes Jahr. Oh, das war schön da. An der Champs-Élysées, der Mac ist da sehr schön. Auf jeden Fall, jetzt geht's los hier. Ach, Leute, ich bin so glücklich. Die Torussäre gut erholt, verleiht Ihnen vorübergehend einen ich kann auch nicht mal lesen jetzt. Geschwindigkeitsschub beim Wiedereinstieg. Ich bin wie so ein kleines Kind jetzt, das hier gerade seine, weiß ich nicht, Tage kriegt. Nee. Auf jeden Fall, wir nehmen jetzt einfach mal eine andere Klasse hier, und zwar die UMP mit Schnellfeuer. Ach du Kacke, da wird man mich schon flamen jetzt. Grüß mal lieber mich, Alter. Gegrüßt sei auch Dark Nerf. Hallo. So, ich höre dich nicht. Ich höre dich leider nicht. Na gut, wir lassen das jetzt einfach mal, sonst weiß ich nicht. Wird das ja für euch interessant. Uninteressant. Oder oben ist einer. Ja! Volltreffer mit der UMP mit Schnellfeuer. Ach du Scheiße, ich denke schon, das wird hinterher so eine geflamte Waffe sein und ich benutze es jetzt. Tut mir leid. Boah, da kam von hinten. Da habe ich gar nicht gesehen. Ob wir, oh, der hat schon ein tolles Visier. Wie hat er das denn geschafft? Okay, so, jetzt müssen wir hier taktisch vorgehen. Einfach mal durch, taktisch vorgehen, einfach mal durch die Mitte. Ja, das war nicht so eine gute Idee. Ich kenne die Maps noch nicht. Man sollte natürlich am Anfang am Rande der Maps rumlaufen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Dafür wurde ich dann auch gleich bestraft. Ah, sieht mir aber schön aus mit diesen engen französischen Gassen. Und da war ich auch schon tot. Naja, jetzt gehe ich mal hier ganz außen rum. Oh, da sind welche. Sehr schön. Oh, jetzt seht ihr mich hier auf dem Radar. Das wollen wir nicht. Ja, sehr schön. Nice. Davon ist auch einer. Wow, die UMP geht aber richtig ab mit Schnellfeuer. Ist aber ein ganz schöner Apparat. So. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Oh, da oben ist anscheinend einer. Da gehen wir einfach mal hoch. Sehr schön. Ah, den Gegnern immer schön hinterher stelzen. Wo wurde ich ihn jetzt gemessert? Das würde ich mir jetzt mal angucken. Ah, von da. Ah, okay. Ja, Elektrolyse, man hört dich nicht. Das ist das Problem. Scheint auch etwas verbuggt zu sein. Oh. Ah, den habe ich noch gekriegt. Den habe ich noch gekriegt. So. Aber bitte nicht so sehr aufs Game, also jetzt nicht auf meine Skills achten, ja. Die sind jetzt um 2 Uhr nachts nicht so ausgeprägt, wie sie normalerweise sind. Sind's. In Sinsheim. Ja. Volltreffer, sehr schön. Man scheint ziemlich häufig Hitboxen zu machen, Headshots zu machen. Das liegt mit den Hitboxen wahrscheinlich zusammen, keine Ahnung. Oder ich bin einfach nur gut. Oder ich bin einfach nur gut. Oh, jetzt komme ich hier von hinten. Tobi, komm von hinten. Ah, sehr schön. Na, schon so ein dreckiger Dropshotter. Das gefällt mir natürlich gar nicht. So. Gut, ich hoffe mal wirklich, dass meine Eltern jetzt nicht hochkommen. Denn sonst muss ich ihnen erstmal was erklären. Gut. So. Oh, lecker Wäsche. Lecker Wäsche habe ich drum genommen, Leute. Ach, jetzt geht's aber. Jetzt habe ich aber so eine Down-Phase hier. Totenstille habe ich auch drin. Sehr schön. Das heißt jetzt wieder Totenstille. Finde ich gut. Ist alles so schön auf COD4 getrimmt. Finde ich richtig gut. Nur mit Kinomodus. Einigermaßen schöner Grafik. MW2-Waffen. Und ja, das ist wirklich was Feines. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier bin. Ich weiß auch gar nicht, was ich gerade laber. Bin nur scheiße. Aber es ist auch gar nicht schlimm. Es ist 2 Uhr nachts. Bitte verzeiht es mir. Habe ich heute längst auch eben schon gesagt. Oh, da kam er von der Seite. Das gibt's ja nicht. Hauptsache nicht negativ gehen jetzt. Aber es wird wahrscheinlich eh so sein. Tobias. Ja. So. Meine Güte, ja, ich kann jetzt leider nicht mit dir schreiben. Machen wir gleich. Wenn ich hier die Aufnahme beende, dann schreiben wir weiter. Oh, das war bitter. Da hat er mir eiskalt den Headshot gegeben. Und jetzt gehe ich sogar negativ. Ach du Kacke. Was soll das nur? Wie kann ich nur?
Boah, da kommt er aber auch an von der Seite. War aber auch nicht nett. Ja? So. Ich springe jetzt einfach raus hier wie Forrest Gump. Oder eigentlich auch nicht, aber keine Ahnung, wie irgendein Actionheld. Leider nicht. So, leide nicht. Nee, leide nicht. Geil. Leider. Na, kann man nichts machen. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Und raus. Uiuiuiui. Bin hier angefrackt zu Tode hier. Ah, sehr schön. Was hat der denn hier Lustiges? Das mag ich nicht. Ah, mach das weg. Was ist das? Ich glaube, das war so ein Luftabwehrgeschütz oder sowas. Okay. Oh, der hat auch eins, der Kollege hier. Ich würde sagen, nach der Runde ist dann auch Schluss. Weil sonst muss ich wieder 10 Jahre uploaden und das will ich ja nicht. Aber ich kann das Ganze eh jetzt über Nacht machen hier. Dann seht ihr das heute Morgen pünktlich zum Schulstart. Ja, was hat man zum Schulstart? Nicht anderes zu tun. Ah, Assist nur. Aber das ist... Warte mal, womit hat der mich hier jetzt umgebracht? Keine Ahnung. Irgend so eine neue Killstreak. So. Ah, jetzt... Ach, nee, jetzt war ich schon gerade mit dem Reden, aber na gut. Egal. Boah, Knife Runner. Ey, schon jetzt wieder am Werke. Gibt's doch nicht. So. Hallo, man hört dich. Du bist gerade live in meinem Commentary drin. So, da freut er sich. Da freut er sich. Ich mag's, wenn ich Leute glücklich machen kann. Das finde ich wirklich sehr schön. So. Oh, jetzt laufe ich aber gerade in die falsche Richtung. Aber... finde trotzdem einen Gegner. Sehr schön. So. Ach, da kommt der Schinken da von hinten. Ja. So. Jetzt gehe ich mal hier lang. Hier scheint so die Action zu sein. Beziehungsweise die Gegner. Hier müssen eigentlich die Gegner sein. Oh, da mich direkt mal fast erwischt. Aber auch nicht nur ganz. Ja. Aber dann die zwei Leute. Die waren zu viel für mich. Wow, wow, jetzt wird's heiß, jetzt wird's heiß, jetzt wird's heiß. Ja, 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 schön, Zeittag. Nice. Also bitte verzeiht mir, dass ich nicht so rumschreien kann. Es ist 2 Uhr nachts. So. Das war nicht schön. Ja, gut. Zweites Spiel geht dann leider verloren. Sorry, aber die Karte, die war nichts für mich. Naja, gut. Electrolysm hat sie hinzugefügt zu ihrer Freundesliste. Ja, ich grüße dich sehr herzlich. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen, meine ersten beiden Live-Runden zu sehen. Eine habe ich ja sogar gewonnen und recht gut gespielt. In der anderen, es war noch alles ein bisschen verbesserungswürdig. Ich werde mich jetzt erstmal so ein bisschen über die Nacht ans Spiel ranmachen und dann muss ich auch später natürlich zur Schule. Werde, denke ich mal, vielleicht noch ein Let's Play oder so Part so machen. Und dann wünsche ich euch jetzt einfach noch einen schönen Tag. Macht's gut und viel Spaß beim MW3-Zocken. Bis dann, ciao.